In Mettchendorf hat es am Donnerstagnachmittag in einem Einfamilienhaus an der Straße an den Eichen gebrannt. Verletzt wurde dabei niemand. Eine Anwohnerin hatte das Feuer bemerkt und die Polizei und Feuerwehr alarmiert. Gegen 15.30 Uhr rückten die Einsatzkräfte an. Die Feuerwehr konnte den Brand im vorderen Teil des Erdgeschosses unter Einsatz von Gasmasken und einem Druckbelüfter innerhalb von etwa einer Viertelstunde löschen. Wie die Polizei mitteilte, war zum Zeitpunkt des Brandes niemand zu Hause. Die Brandursache sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch unklar. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Nach einer ersten vorsichtigen Schätzung wird der entstandene Sachschaden auf 50.000 bis 60.000 Euro beziffert.